Hallo, willkommen bei der Actionfigursuche. Wir haben es gefunden. Es war ein Bug. Wo ist es? Wo ist die Statue? Hallo Flash. Wo ist die Statue? Hi. Wo ist die Statue? Was, du hast Rampen parkiert? Das geht noch gar nicht. Sie war nie sichtbar. Ich war hier sicher viermal und habe immer gedacht, ja, ich habe sie eingesammelt. Aber ja. Scheinbar, weil es einfach eine unebene Fläche ist, ploppt, ja, ist es einfach nicht da. Es ist wirklich nicht da. Oh Gott, jetzt haben wir fertig. Also, nächster Platz. Sollen wir ihn fahren? Ja, schön, schön hinfahren. Da können wir noch ein bisschen diskutieren über die Zukunft und so. Was denkst du, ist als nächstes geplant? Eine neue Stacy müsste eigentlich noch rauskommen. Ich glaube kaum, die machen jetzt wegen Red Dead Redemption, dass es auf dem PC rauskommt, am 2. November nichts mehr an GTA. Die sollen lieber mal GTA 6 ankündigen. Ja, wenn man wegen einem Bug da Probleme hat, die zu finden, ist das echt schlimm. Weil ich habe bemerkt, es sind viele unsichtbar gewesen bei mir. Viele, sehr viele. Und am Pier, ja, das Riesenrad und die Achterbahn ist, genau, Achterbahn, dort hab ich gar nichts eingesammelt. Also wirklich nicht. Und trotzdem hatte ich die irgendwie. Und das ist natürlich nicht so toll, oder? Ja, und jetzt hoffe ich, dass das nächste Update, das nächste DLC dann ein bisschen besser geplant wird und auch ein bisschen motivierender ist. Ich habe so das Gefühl, sie machen immer nur Werbung über das Casino jetzt. Also in den Ladebildschirmen steht immer wieder, welches Auto jetzt neu diese Woche zu gewinnen ist, mit der Chance von 0,0005%. Ja, da freut man sich. Die Deppen motivieren uns eigentlich extremst mit dem. Sie schüren Erwartungen, die nicht lösbar sind. Ja, also ich habe jetzt das Auto mal gewonnen. Kevin hat das Auto mal gewonnen. Aber ich kenne sonst doch, Janet hat auch das Auto noch gewonnen. Aber sonst kenne ich von meinen 100 Kollegen niemanden, der das Auto bekommen hat. Könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr schon ein Auto bekommen habt. Vom Glücksrad. Oder Mysterium. Oder, was ist das noch anders? Ja, Kleider ist natürlich nicht so schlimm. Ja, einfach ein Mysterium und Autos, ob die da irgendwas schon gewonnen hat. Und ob die es täglich macht. Das würde mich gerne mal ein bisschen interessieren. Von euch. Und wenn ihr das Spiel nicht habt, ja, dann ja, freue ich dich nicht so besonders, wenn ihr das Spiel kauft oder das auch machen müsst. Ist nun mal so. Aber trotzdem Ups. macht es mega viel Spaß. Ich liebe das einfach. Ich liebe das Auto einfach. Fertig, da. Headshot. Einer nach der anderen so. Das ist ja hier Eskalation am Start. Headshot. Mann, ich muss nicht mal ziehen. Also ich geb mir nie mehr Mühe. Ist es eigentlich wirklich so, dass Leute, die viel schießen, eigentlich genau das haben, was ja, dass sie einfach keine, ja, sich einfach nicht mehr Mühe geben müssen. Gar nicht mehr Mühe geben müssen. Weil, ja, ich sehe eigentlich immer wieder Livestreamer oder so, die so Ecke-Shooter spielen. Und dann einfach sich mega konzentrieren, eigentlich nichts reden und so weiter. Tja. Da kommen drei. Und wenn ich jetzt wieder mich ans Ziehen konzentriere, treffe ich nicht mehr jedes Mal ein Headshot. Es ist irgendwie wie ein, ja, wahrscheinlich wirklich wie eine höhere Macht wegen ADHS. Es nervt langsam so, dass ich so viel konfrontiert werde. Ja, schiede Headshot. Habt ihr das gesehen? Nur kurz links unten und schon habe ich Headshot. Und dann wieder zurück. Acht Kopfschüsse und acht, ja, besiegt.
Es ist irgendwie völlig. Also, weiß es auch nicht. Ich kann es vielleicht nicht so verstehen, meint ja, es ist natürlich auch ein bisschen eine Art ja, Stolz von mir und so, oder Anerkennung, dass ich so gut bin. Aber es ist irgendwie völlig automatisch, also ich möchte gar nicht gut spielen. Ich bin ja einer der eher, ja, ich möchte schon gut spielen, aber nicht so jetzt immer Kopfschusstreffer machen oder immer ohne Leben zu verlieren oder so. Ich will das gar nicht machen. Deshalb überrascht es mich eigentlich auch so. Also, jetzt gehen wir zum Comic-Laden oder ja, zum Actionfiguren-Laden und holen dieses bescheuerte Teil ab. Ich kann schon fast nicht Kostüm sagen. Es ist irgendwie eine Veräppelung eines. Ja, eines Superhelden einfach. Es ist nicht mal eine Kleidung. Ui. Ich warte, bis das Kok-Kostüm rauskommt. Von dem Ding. Also wirklich das Kok. So. Ja, ihr merkt wahrscheinlich, es leckt schon wieder extremst. Man darf sich irgendwie nicht mehr in privaten Lobbys aufhalten. Hier? Ah. Okay. Ah ja, so selbst. Der Iron Man Helm ist auf dem Map. So. Schön langsam immer ja, zeigen. Ja, man betritt jetzt den Comic Shop und trotzdem. Ja. Ist völlig unnötig. Ich weiß nicht. Sogar noch Muskeln. Und vor allem dieser Blitz da unten, das ist. Habe ich so große Hoden? Nee. Habe ich eine Windel an? Wie geht? Ich muss zum Kleiderschrank. Nein, ich kann das gar nicht auch so. Stil. Aussehen verändern. Momentan noch nicht. Wenn ihr eine Idee habt, wie ich mich schöner machen kann, gerne damit. Ja, man kann sich wirklich hier die Kleidung nicht mehr aus. Hat Akkus sowas. Ausrüstung. Ja, ist nur rote Kopfhörer. Also, dann muss ich mich wieder umziehen. Gehen wir in den Klamottenladen oder so. Okay. Ich will es nicht sagen. Sachs. Ja, da oben steht die des Sachs. Hier ist ein Klamottenladen aus San Andreas. Und hier heißt Ponce Bies, weil es einfach die des Sachs nicht mehr gibt. Soll ich mich wieder ein bisschen vornehmer anziehen? So zwei mit Anzug ist eigentlich echt cool, aber ja, ich habe eigentlich nur den. Den anderen habe ich leider nicht mehr gespeichert. Glamour offen. Aber wo ist dieses Spezial da? Weil ich habe diesen Anzug nicht in meiner Outfit-Sammlung. Leider. Ja, oben. Oh nein. So wäre auch cool, Fliegeranzüge. Maskiert, Outfit Team. Das kennt wahrscheinlich jeder schon und ich kenn's noch nicht. Ich habe noch nie Outfits. So Ding. Sorglos. Sieht aber ziemlich schön aus, dass sorglos ist. Ja, die Hosen gefallen mir, die habe ich ja ähnlich schon angehabt kurz. So ist halt ein bisschen zu schlecht für mich. Ich hab's gedacht, gut. Das sind sogar die Hosen gewesen.
Hier sind die Hosen zu. Oh, Controller. genau. Also, ich bin der Kommandant. Rücken Sie bitte ein bisschen auf die Seite. Ich bin Professor Drago. Oberkommandant. Weiter, jetzt kaufen. Oh. Im Kurs mit Penthouse gekauft für ungefähr 6 Millionen. Naja, wenn man Twitch Prime macht, bekommt man das ganz große Penthouse, also wirklich Luxus-Penthouse. Und noch, jetzt muss ich mich gerade noch mal kurz ein bisschen erinnern, ich glaube einfach nur Geld oder so dazu. Aber so richtig mega angekündigt bei Twitch. Ja, das muss jeder haben. Dabei einfach mal ein bisschen mehr Ingame-Währung, da muss man nicht Twitch Prime ausprobieren. Ich finde, das ist ja halt auch wieder eine Suchtspirale. Du kaufst einmal einen Monat, bekommst einen Monat geschenkt und hast dann die ganze Zeit die Pflicht, es wieder weiter abonnieren zu müssen. Ja. Oder das Mitglied von den Kanälen bei YouTube. Für was braucht man das? Wieso muss man Mitglied sein? Muss man Geld ausgeben? Das kann man alles über die Spenden machen. Für ein paar Emojis und so muss man da wirklich nichts machen. Heute habe ich übrigens nur 20.000 Money bekommen. Ah, ich muss Also auch noch drehen. Money, ich liebe ja eher Money. Die Moni. Die Monika von nebenan. Ich fahre runter auf der Seite. Ah, ich fliege wahrscheinlich wieder aus der Sitzung. Schade, aber Ja. ich bin völlig. Ja, in dieser Sitzung ist ein Fehler aufgetreten. Ah, ich glaube es ja nicht. Ich muss unbedingt Geld hier nochmal kaufen, ohne Steam. Weil ich eventuell, wenn ich jetzt wirklich Interesse an Red Dead Redemption 2 habe, was ich Na. wahrscheinlich aber nicht bekommen werde. Also Guck, die was Grafik bekomme ist ich? mega schön und so, und ich habe die Grafikkarte dann schon. Dann würde ich es alles über den Rockstar Launcher kaufen. Nicht mehr fremde, ja, Ding. Aber es ist, ja. Wow. Jetzt habe ich gerade gedreht, ne? Und habe einfach Level bekommen. Brauche ich auch, ne? Nicht. Genau, exakt. Das Klatschen vom Meme nachmachen. Rockstar. Also es gab so eine Zeit, ja, das war letzten Sommer, weil ich Livestreams gemacht habe, da habe ich Rockstar überhaupt nicht gemocht. So langsam ist es eher ein Gag. Man möchte ja eigentlich gar nicht so ein richtig gutes Spiel haben. Es ist ja schon eigentlich ziemlich hochqualitativ, einfach viele Bugs. Jetzt macht sich auch wieder selbstständig. Ja, selbstständiger Wackelkontakt. Soll ich meinen Kopf richtig mit Laser so fixieren, dass ich überhaupt nichts war, also bewege? Typisch. Also Headset unbedingt das Schnellste kaufen und meinen Shop fertig. Aber ich muss warten, bis meine Beiständin wieder aus den Ferien zurück ist. Wenn du einfach eingefangen bist, nur weil du ein bisschen Hilfe brauchst wegen der Krankenkasse. Ah, So da, richtig Spezial. eingegrenzt. Ah, jetzt. Ah. Also wirklich im Kleiderschrank von deinem Penthouse. Nee, nee, unten beim Casino. Wenn du da in diesen Shop gehst, wo du auch deine Du musst es Gegenstände kaufen dort wieder kannst. kaufen, also wieder Nee, du kannst es abholen. da in deiner gespeicherten Outfits da einspeichern. Du kannst es dann Achso. dort aussprechen. Ja, Völlig also auswählen einfach. unpraktisch, oder? Ja, weil du hier auch dieses Spezial hast da. Ich habe jetzt mehrere Tage hintereinander eigentlich wieder Chenix beim Livestream zuschaut, auf seinem auf dem Server noch. Wo er ist, er hat ja einen eigenen Server bald, hoffentlich. Aber da sehe ich einfach die gute Qualität, wie ein Server-Team um einiges bessere Qualität machen kann, als Rockstar, ein riesen Entwicklerstudio und so. Ich weiß nicht, was machen denn die ganzen Tag?
Kaffee trinken, schlafen, irgendwas einbauen, was sie überhaupt nicht kontrollieren, wie es ist, ob es bugfrei ist oder so. Irgendwie so etwas. Finde ich ein bisschen schade. Die Mühe ist es eher wert in einem großen Entwicklerstudio. Die haben ja auch Zeit, die haben ja auch das Team als bei Kleinen. Aber die Kleinen machen sich immer mehr mit. The loneliest robot in Great Britain. New plane. Der alleinste Robot. Roboter. Der alleinste, gibt es alleinste? Alleinste hat keine Steigerungsding. Aber im Englischen hat es das ein Steigerungs. Vielleicht haben sie es deshalb gemacht, weil es im Englischen auch nicht gibt. Kurios. Alleinster, am alleinsten denn. Oh. Na, kannst du nicht ein bisschen mehr Gas geben, Majorat? Bist sowas von langsam. Wie heißt es? So mitten auf der Kreuzung aussteigen. Nemesis. Nemesis ist doch ein guter Name, oder? Er muss doch ein schnelles Motorrad sein, nicht so ein langer. Ja, ich habe Lust mit Fagios herumzufahren. Hast du auch Lust? A31. Jetzt, meine Damen und Herren, das schnellste Motorrad der Welt. Gut, ich habe keine Lust mehr. Können wir umkehren? Ja, wir kehren um. Das gleiche nochmal rückwärts. So. Nie mehr. Nie mehr in meinem Leben. Hier eine Chance. Hier war, glaube ich, eine Karte. Jetzt habe ich wieder Wunder, was das genau dann Parkhaus ist. Nö, keine Chance. Kein Bock gehabt. In jedem Parkhaus hat es eine Chance, nur in diesem nicht. Wie soll ich das am besten machen? So, diese Seite. Ja, war gar kein Zwischen. Aber ich hab's geschafft. Jetzt hier rüberkommen. Da müsste ich wahrscheinlich dort hoch. Dort. Ja, das ist aber ein Dach. Ich weiß es nicht. Da ist auch ein Dach. Bin so ein bisschen am Lernen. Schon. Ja. Oh, ich hab diese Cutscene vor diesem Penthouse. Kein Bock mehr. Hast du jetzt Lust auf Überlebenskämpfe? Ja. Eins machen. Und dann im nächsten Video dann das ein bisschen als Thema machen. Und dann werde ich wahrscheinlich den Bankbunker holen. Wie teuer ist so ein Bankbunker? Maximal ausgestattet, so 6 Millionen. Würde vielleicht reichen. Ich werde vielleicht noch nicht Maximum machen. Und dann heißt's mit dir machen, hä? Also wirklich die Doomsday heißt's. Ja. Ja, mit dem M-Engine, bis ich das Gamepad habe und da wirklich auch kann. Helm passt das richtig Ja, gut. dann kannst starten. Ja, sieht echt cool aus. Online-Shops, nicht zu viel Job spielen, Rockstar, Überlebenskämpfe und dann das erste Neue. Also Farmhouse ist das erste Neue hoffentlich, also das ich ja noch nicht gemacht habe, aber ich Sieht habe da alle, glaube ich, scheiße schon aus. gemacht. Aber mit der neuen Lieferung ist jetzt einfach die ohne Zeichen waren. Endlose wählen, Pension kaufen. Deine Freunde, Freunde, die GTA 5 spielen. Das ist nur du gerade online.
hast schon bald bessere Werte bei deinem Charakter als ich. Ich müsste wirklich stundenlang wahrscheinlich grinden. Fliegen nehmen wir mit Gamepad üben dann. Und mache ich natürlich nicht unbedingt in einem Video, vielleicht in einer Leistung, wenn ihr gerade Lust habt, aber ja, das Fliegen interessiert eigentlich wenig momentan. Es hat auch ein bisschen ruckelig ist und so. Könnt ihr ja sagen, ob ihr mal fliegen sehen wollt. Aber eben erst mit dem Gamepad und der Tastatur. Wenn ich da ein bisschen geknickt bin, kann ich mich eigentlich kaum mehr zurückknicken und dann muss ich irgendwo reinfliegen. Und, ja, jetzt ist wieder raus. Du rausgeflogen? Ja, was war das? Ja. Simon, bla. Also, ich habe keine Einladung bekommen. Jetzt? Ja, Ah. wieder dieselbe Probleme. Also bei mir steht eingeladen. Überlebenskampf, Martin steht hier. Nee, das ist ein Zufall, also du kommst einfach Zufall-Log hinein. Ja, jetzt bist du dort bei Spiel 1 von 1 bis 4 und eingeladen und du hast keine Einladung von mir bekommen, also vielleicht noch ein bisschen warten. Ja. Wo waren wir jetzt da beim Thema? Ja, beim Flugschule machen. Würde ich dann mal wieder probieren, auf die letzte Mission zu schaffen. Unter Tunnel durchfliegen würde ich gerne noch machen. Das kann ich halt einfach alles auch ohne Video machen. Aber dann mache ich es meistens nicht. Also mache ich es nochmal. Ist wieder rausgeflogen bei mir. Und was können wir noch machen? Eigentlich die Garagen mal sortieren oder so, das ist jetzt auch wieder etwas nicht. Ja, halt einfach mehr Rollenspielen, also das Rollenspiel danach endlich anfangen, wenn ich schneiden kann. Oder wenn ich Livestream mache. Also wirklich im Livestream dann die Rollenspielsachen mal. Und so einfach euch das Spiel ein bisschen zeige in den Videos. Oder auch ein bisschen Rollenspiel natürlich mache. Aber nicht so angepriesen. Ja, dann geht's heute wieder nicht. Also. Ich habe noch nie eins machen können, weil immer ein Kollege nicht reingekommen ist oder ich selber nicht reingekommen bin hier zum Erstellen. Ja, also ich mal Ist starten. echt doof. Oder geh mal in den Dingens. Bist du in der Auswahl Ja. Dingens? Also kann ich reinjoinen. Gut, warte dann. Okay, dann geht's Versuch. so. So, noch warten, bis er da ist. Es ist gut, dass wir das in einem Video kurz vortesten. Ja, Spiele sind immer so, also Zuschauer sind halt immer so ein bisschen schneller enttäuscht, wenn jetzt das nicht klappt, obwohl man es im Titel stehen hat. Das sehe ich immer wieder bei den großen YouTubern in den Kommentaren, motzen immer auf irgendwelche Weise, obwohl eigentlich der Spieler, also der Videomacher oder der Livestreamer eigentlich nichts dafür kann, dass das Game halt nicht irgendwie richtig ausgeschliffen ist, oder? Jetzt Also geht es wieder irgendwie. lange, dass du nicht reinkommst. Also ich habe auch irgendwie so einen festgebackenen Bildschirm. Rockstar, ein bisschen mehr Mühe, bitte. Ja, sind so alle Studenten und Praktikanten am GTA Online weiterentwickeln, also weiter Features bringen. Und die anderen sind alle bei Red Dead Redemption oder GTA 6 beschäftigt. Und ja. Wir haben den Salat, die schlechte Qualität und alles bei GTA. Also wie backt er jetzt komplett rum, ne? Also das sind Sachen, das sind eher so Flüchtigkeitsfehler in der Mathematik oder so, genauso gleich. Die kann man eigentlich mit ein bisschen mehr Konzentration lösen als Entwickler. Ich kenne ja wirklich mich recht gut aus als beim Entwicklerberuf. Da macht man eigentlich alles mit Diskussion, dann mit einer Liste und die Listenabfolge und dann tut man das in die Patch Notes, was man in der Liste gemacht hat. Ja, mein Spiel ist abgestürzt. Okay, Mist.
Dann halt das nächste Mal, ich gehe jetzt raus, weil es geht wieder einige Zeit, bis er wieder online ist. Ja, dann beende ich hiermit das Video, weil eben sonst einfach nichts mehr geschaut wird, weil es halt einfach zu lange geht. Und machen dann ein weiteres Video. Also, ich denke, es werden auch wieder öfters zwei Videos pro Tag kommen von GT Online, wenn es jetzt so gut klappt. Aber da seid ihr auch ein bisschen abhängig. Könnt ihr auch viel für mich machen. Werdet ihr auch, oder? Ja, ich erwarte wieder zu viel. Naja, alles freiwillig, gell? Tschüss zusammen. Tschüss.